So, wir haben kurz nach 9. Rauskopf da hinten in Sicht. Bin ich das Erzbergtal hochgewandert. Ja, Braunvieh ist hier oben im Sommer. Hier ist ein schöner Blick über den Rauchanzug. Im Elblekamm, wo ich am Montag lang gelaufen bin. Hier ist Trio, dann Lernerkopf, Schänzelspitz, Schänzelkopf. Dann geht es dann runter in die Notland. Hier auf zum Sattelkopf. Sattelköpfle. Ja, da hinten ist der Giebelzug zu sehen, jetzt schlecht, und dann geht es rüber zum Daumen und Nebelanzug. So, da geht es gleich hin. So, nochmal schöner Blick hier. Bin gerade zurückgekommen vom Rosskopf. Über Elblekopf hier, Lanerkopf, jetzt Schänzelspitz kommt ins Bild, jetzt kommt noch der Schänzelkopf ins Bild. Eine schöne Bergumrandung des Erzbergtals. Da geht es schon etwas wilder rauf zum Sattelkopf. So, ich folge jetzt mal da den Weg zum Schänzelsattel. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich noch Schänzelspitz, Schänzelkopf besteigen kann. Von da würde ich dann weitergehen zum Schrecksee und dann da zum E-Werk absteigen wahrscheinlich. So, fast den Notlandsattel erreicht. Hinten traumhafter Blick rüber, ganz überraschend jetzt zum Hochvogel. Total romantisch hier, wunderschön zu gehen. Da geht es abweisend rauf zum, oder auch nicht rauf, zum Sattelkopf. Und dann geht es hier schwenk rüber zum, ins Hinterscheiner Tal mit Grunten und dann hinten die Hinterscheiner Berge, Schieß am Ponten, dann noch zur Elbelspitze, dahinter Rauhorn. Also wunderbar landschaftlich, Latschen, Alpenrosen, vielfältige alpine Flora. Das sieht super aus hier. Und nichts los, also die meisten gehen sicher im Jubiläumsweg entlang. Das ist jetzt hier ein Pfad, der wird nicht mehr bewirtschaftet, unterhalten. Aber ist noch teilweise markiert auch. So, jetzt sind wir auf dem Notlandsattel. Wunderschöner Blick hier auf die Schänzel, auf den Schänzelkopf. Dann hier rüber ein Schwenk zur Rostzahngruppe. Klopakaturm heißt, glaube ich, dieser Felszacken. Jetzt in Bildmitte, wo der Andi schon oben war. Schwierigster Gipfel, wenn es auf dem Gipfel ist, im Allgäu. Hinten die Obelisker Spitze, Bretterspitze ist jetzt gerade so vom Hochvogel verdeckt. Hochvogel, das müsste dann die Lerchwand sein. Dahinter guckt noch so ein bisschen Glas für der Kopf durch. Und hier geht es dann nochmal rüber zum Sattelkopf. Also dieser Kontrast hier, steiles Gras, steiler Fels direkt nebeneinander. Sieht schon toll aus. Ja, der Jubiläumsweg müsste jetzt hier hinter diesen Kuppen da verlaufen. Aber Notland interessiert momentan niemand. Ich bin hier ganz alleine. Wunderbar. So, nochmal Schänzelkopf von Süden. Hier ist ja ein schöner Blick runter ins der Hochvogel und Lerchwand, der steile Grasberg rechts dazwischen, das sollte dann ja die Kopf sein, oder? Wunderschön jedenfalls.
was landschaftlich. Jetzt gehe ich erstmal zum Schänzesattel und gucke mal, was da noch möglich ist. Und dann von da aus geht es weiter zum Schrecksee. So, 1840 Meter, das habe ich jetzt einen Wegeknick erreicht, wo man einerseits die bisherige Bergwelt nochmal sieht, mit Lerchwand, Glaswerkhof, Kesselspitze, Kreuzspitze, Hochvogel und so weiter. Und dann aber eben auch neben den Lechtaler Gipfeln jetzt erstmals die Berge um die Lanner Scharter sieht. Hinten ist die Leilach. So, und da sieht man jetzt hier den Kastenkopf von hinten, Kelble Spitze, ein Zipfel rechts daneben, das müsste eine, die Kalbleckspitze sein. Und dann haben wir hier im Bild Mitte dann den Lanerkopf. Und da guckt die Schänzelspitze eigentlich raus. So, das sehen wir jetzt also von hier zum ersten Mal. Wunderschöner Blick auf meine Berge von Montag. Ich hoffe, jetzt scharf, kann ich jetzt im Display nicht immer sehen. So, Blick zum Lanerkopf. Über die Seite bin ich am Montag aufgestiegen. Ich stehe jetzt auf diesem Brücken, der sich da aus diesem Grat verlängert. Dann haben wir einen schönen Rundblick hier zur Lanerscharte. Gut, das Stück, was ich jetzt gegangen bin, unterhalb dieser Gipfel, unterhalb des Schänzelkopfs und der Schänzelspitze, die kommt jetzt ins Bild. Stück Saalfelder Höhenweg gegangen, so ungefähr 20 Minuten von der Lanerscharte, bis es hier so ein bisschen seilversichert in so eine Scharte reingeht, aber das, ich gehe jetzt wieder zurück zum Schrecksee. Jetzt der Abschied zur Kalbeckspitze, von hier ist nochmal, das lohnt meiner Meinung nach nicht, die Kalbeckspitze, die besteige ich dann mal, wenn ich auf Lachenspitze, Steinkerspitze und Rote Spitze steige. So, hier geht es im Seil versichert, aber bei trockenem Fels wie jetzt gut gehbar durch. Und da hinten der Scharte dann runter ein Stück. Ein paar Serpentinen und dann, wie es dann genau weitergeht, kann man von da nicht sehen. So, sehr schöner Blick natürlich hier nochmal hoch. Den müssen wir nochmal zoomen. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Lanerscharte. Auf Kastenkopf und Lanerkopf brauche ich ja nicht mehr. Und dann rüber zum Schrecksee. Dann gibt es erstmal ein Fußbad. So, Kasten der Lanerscharte. Blick zum Kastenkopf. Dann über
Sturm Kirschendach. Super schön Schrecksee. Immer wieder schön. So, fast am Schrecksee. Ein Gebimmel ist das hier. Also das Braunvieh hat es echt. Die haben es echt gut hier. Super Aussicht. Super Gras. Super Luft. Alles toll. Das ist der Äpple gerade da. Das ist die Äpplespitze direkt oberhalb der Kühe. Da, mein Ziel von Montag. Und dann zieht er gerade da weiter bis zum Falken. Das ist dann schon etwas wilder nochmal. Das ist dann wahrscheinlich der letzte Geradkopf. Ja, und vom Elblöckhof ging der Grat dann ja der Grasgrat darüber zum Lanakopf. Lanakopf ist es da. Lanaschach, das sieht man jetzt nicht. Da geht es herauf zu Kassenkopf Kälbespitze, wer kann. Dann dieser Zackner ist der Kirchturm, daneben das Kirchendach. Und da ist die Kirchdachschatte und auf der anderen Seite geht es rauf zum Knappenkopf. Und weiter zu Kuglorn und Rauhorn. Also das ist schon Allgäu von der schönsten Seite, da gibt es nichts. Thank you.
So, ich glaube, ich revidiere meine Meinung von eben. Also mit dem Fußbad, da hinten ist so viel los. Ich glaube, da gehe ich gleich gemütlich dran vorbei und beginne auch direkt den Abstieg. Es ist ja wunderschön hier, aber ich habe meine einsame Bergwelt für heute gehabt. Bin zufrieden mit der Tour und das Fußbad, darauf kann ich auch verzichten. Das war sogar das Gipfelkreuz vom Kastenkopf. Ja, ganz schön Betrieb am Schrecksee. So, Abstieg vom Schrecksee. Jetzt sind wir in der Traubersalpe. 20 vor 4. Die steilen Wände des Schalken. Gehen doch noch viele Leute rauf zum Übernachten wahrscheinlich. Die meisten gehen runter. Wunderschön hier. Also, toller Rastplatz. Oh, da oben rauchen Kugeln, Abbrüche. Ja, hier ist diese Riege, wo dann der Weg zum Schrecksee rüberführt. Also man ist hier in einer verlassenen, zerfallenen Traversalpe. Geht dann gleich in den Wald rein, dann wird es mal steil, dann geht es steil runter. Hier das Gelände war jetzt sehr, sehr moderat, angenehm zum Durchschnaufen. Schön ist hier im Sommer bei Sonne durchaus schön, auch wenn der untere Teil des Anstiegs nicht sehr reizvoll ist, aber hier oben ist schon ganz landschaftlich sehr reizvoll, geschweige denn am Schrecksee. So, Blick raus nach Hindelang und zum Grunten. Da ist er. So, kurz vor 5:30. E-Werk ist erreicht. Da ist es. So, bis zum nächsten Bus wird es schon noch was dauern. Insofern gehe ich gleich zu Fuß nach Hinterstein. Da kommen wir aus dem Wald raus. Oben ist Rauhorn. Ist der Bus jetzt gar nicht so lange weg. So, gehen wir runter. So, nochmal Schwenk hier zu Sattelkopf und Rosskopf. Notland links. Dann hier Elbenspitze bzw. Falken zu sehen. Hinten geht's rauf zum Schrecksee. Das ist der Weg zurück nach Hinterstein.